Hier ist Galkind mit Let's Play Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir den ersten Dungeon, den Waldschrein, erfolgreich abgeschlossen. Den ersten Schattenkristall bekommen, was auch immer das bedeutet. Ein Herzcontainer und unser nächster Auftrag ist ins Gebiet des Lichtgeistes Eldin zu reisen. Und ich nehme ganz stark an, dass das hier ist, weil da nämlich die Karte aufhört. Ich gehe jetzt einfach mal dahin und hoffe, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin. Ja, sieht so aus. Und somit verlassen wir das erste Mal links zu Hause. Ordon. Und sind nun woanders unterwegs. Ja, nochmal schönen blauen Rubin aufheben. Warum denn nicht? Einen Goblin killen. Oder Honk. Irgendwie mag ich die lieber Honks nennen, aber ich verwende einfach mal beide Begriffe. Ich habe auch gehört, dass es irgendwo auf einem Baum einen Sternsplitter, falsches Spiel, Ebene von Eldin sind wir jetzt. Ne, ich habe natürlich nicht gehört, dass irgendwo ein Sternsplitter versteckt ist, sondern dass auf irgendeinem Baum ein Herzteil sein soll. Ich weiß nicht wo. Aber ich werde es schon rausfinden. Das ist ein etwas größeres Gebiet. Ist hier irgendwo was versteckt, Leute? Also da könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Wenn das irgendwas mit der späteren Story zu tun hat, dann schreibt mir einfach nein, später rein. Oder, aber wenn ich hier irgendwo was Besonderes finden kann, außer dieses Herzteil eben, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Weil das will ich natürlich schon alles haben. Ne, du sollst den Gegner anvisieren. Ja, so nicht. Ist der tot da hinten? Gut. So, da ist der erste Baum. Ist da vielleicht schon was? Nee. Doch! Da ist es ja schon. LOL. Erster Versuch und gleich gefunden. Mit dem Boomerang, soweit ich weiß. Nicht wahr? Geile Sache. Noch ein weiteres und wir haben ein fünftes Herz. Und somit den neuen Herzcontainer. Ja, wo ich jetzt aber genau hin muss. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter. Besiege den nächsten Goblin. Schloch. Was bist du denn für einer? Töte ihn, töte ihn! Fangstoß! Down! Oh oh, noch einer, noch einer, noch einer. Runter mit dir! Und Fangstoß! Down! Oh, auf den dritten habe ich jetzt aber keinen Bock. Muss ich hier lang? Nee, da ist irgendwas zu. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin doch ein Noob. Versuchen wir es mal hier vorne. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Und Spaß, geht down. Hey, nice Combo. Der Typ verfolgt uns die ganze Zeit. Gut, wenn du nicht anders willst. Nein, was kann ich sehen? Genau. Und jetzt. Nein, 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 nein. Ja. Gib mir den Fangstoß. Weg. Hey, wir 5 Rubine. Naja, dann halt nicht. Das sieht falsch aus. Das sieht falsch aus, ja. Das ist auch falsch. Gut, dann versuchen wir es halt da. Finde ich gemein, dass man mir nicht sagt, wo ich hin muss. Moment, man sagt die Karte vielleicht war genaueres, wenn ich ranzoome. Also es gibt 3 Abzweigungen. Ich versuche es mal bei der zweiten hier. Wenn das auch falsch ist, dann gehen wir halt auf die ganz andere Seite. Komm, Linky Boy. Beeil dich. Schade, dass ich momentan nämlich keinen Zugriff auf Galkind habe, also mein Pferd. Dann wäre ich nämlich um einiges schneller. Was ist das denn hier? Sieht auch falsch aus. Nicht wahr? Ja, es ist auch. Oh Gott, jetzt habe ich echt von 3 Möglichkeiten die beiden falschen gewählt, oder wie? Gut, dann laufe ich mal darüber. So, hier irgendwo muss es doch jetzt sein, oder? Übrigens, geiler Tag-Nacht-Wechsel. Gutes Timing übrigens auch. Hey! Wer ist das denn? Da vorne ist eine schwarze Wand. Da geht's nicht weiter.
Dabei muss ich doch einen Brief zustellen. Was jetzt? Wer ich bin? Ich bin der wandernde Postbote, stets unterwegs mit wichtigen Briefen. So nennt man mich auch einfach den Briefträger. Aber was rede ich nur von mir selbst? Dabei habe ich hier doch einen Brief für dich. Lies ihn, wenn du mal Zeit hast. Wenn du einen Brief lesen willst, öffne mit Hilfe von Start deinen Ausrüstungsbildschirm und wähle Briefe. So kannst du die Briefe, die du erhalten hast, jederzeit lesen. Also, das wäre erledigt. Und ab die Post! Also irgendwie finde ich den ein bisschen pervers. Der schaut aus wie so ein Pedo. Ich meine, habt ihr gesehen, was der anhat? Beziehungsweise was er nicht anhat? Aber gut. Brief lesen. Okay. Briefe. Über den Briefträger. Die Zustellung von Briefen. Jeder freut sich über Post und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebene von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Okay, die Eigenwerbung hat er mir zugesteckt. Toll. Ganz, ganz toll. So. Hier bin ich richtig. Da geht jetzt auch weiter. Es wird aber verdammt dunkel hier. Gib mein Herz her. Danke. So, mehr wie 300 Rubine kann ich nicht tragen. Was denn? Das war ja ganz nah. Erinnerst du dich? Weißt du, was du vor dir hast? Wenn du da reingehst, beginnt wieder eine lange, lange Reise in Wolfsgestalt. Zum Menschen wirst du erst wieder, wenn du das Licht nach Elden zurückgebracht hast. Also, gehen wir rein in das Gebiet, das der Lichtgeist Elden beschützen sollte? Naja, ich muss. Von daher. Rein da. Also, was ist? Soll ich dich jetzt mit ins Schattenreich nehmen? Mhm. Ah! Und schon sind wir wieder ein Wolf. Jetzt bin ich aber gespannt, was auf mich wieder zukommen wird hier. Hä? Ging da was schief? Ah, okay. Sehr schön, sehr schön, brav. Von hier an wirst du mir fein gehorchen, ja? Man sieht dir nur diese Pracht an. Sind die schwarzen Wolken heute nicht wieder wunderschön? Irgendwie fühle ich mich auf dieser Seite wirklich wohler. Und dein Pelz sieht sehr viel besser aus als altmodische Plunder, den du sonst so trägst. Achso, als der altmodische Plunder. Genug geplaudert. Sollen wir gehen? Wir müssen gehen. Aber dieses dumme Vieh hat gerade meinen Heldengewand beleidigt. Was soll denn das? Also ich mag Midna echt nicht. Was ist denn das? Schaut ja aus wie ein Schwert. What's going on? Es ist tatsächlich das Schwert. Das Holzschwert, das die Kinder hatten. Die ja nun alle entführt sind. Hä? Geruch der Kinder gewittert. Was ist denn das für ein Scheiß? Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein Gespür. Erst als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten. Also bist du sicher? Naja, gut. Aha. Das zeigt mir quasi den Weg und das hier ist ein Schattendekurana, oder wie? Dann will ich dem Weg mal folgen. Aber ich folge dem Weg ziemlich blind. Man sieht ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und oh mein Gott, da sind diese Schattenmonster, die ich erkillen muss. Wie ging denn das nochmal? Genau, mit B. Alle in den Kreis locken. Und gleichzeitig sterben müssen sie. Passt. Good job. Und dann heißt sie wieder Super Paper Mario und jo. Gut gemacht. Hm? Was ist denn da los? Das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin? Verflixt. Wie haben die das nur angestellt? Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben eine andere suchen. Zeig doch mal die Karte. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und...
Super Paper Mario Portal. Siehst du auch? Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Ja, das hat der Caleb schon gesagt, so ein Warp-Teil. Bei uns nennt man sie Portale. Merk dir das besser. Übrigens, der Wald von eben ist hier. Siehst du? Also wohin? Mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wahl. Oh yeah, jetzt spielen wir Portal. Nee. Ich habe zwei Portale zur Auswahl, oder wie? Firone südlich, Firone nördlich. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich, wo ich hin soll? Jetzt, ja, gehen wir halt dahin. Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, was ich jetzt tun soll, verdammt. Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus dem Schattenreich nicht so einfach wieder raus. Du sollst mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe besteht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. What? Eine Brücke. Ich bin hier bei Squawks. Nee, komm, leck mich. Ach, Moment mal, was sagt der denn, wenn ich als Wolf mit ihm spreche? Ich will nur sprechen. Ach, ich kann ihn nicht ansprechen. Schade, Arschloch. Dann halt nicht. Ja, keine Ahnung, wo soll denn hier Brücke sein, Alter? Das weiß ich doch nicht. Geht's hier irgendwo weiter? Was ist denn das hier? Oh, das ist kein Schild. Ich hab doch keinen blassen Schimmer. Warte. Achso? Lol. Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und? Sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Ja. Genau, wenn du noch immer so brav wärst. Ja, und wohin? Eldin. Ja, nehme ich mal an. Kakariko-Tal. Ah, dieses Kakariko, war das nicht dieses Dorf, das irgendwie in jedem Zelda ist? Nee, raste nicht aus. Irgendwie Kakariko gab es in Link to the Past? Link's Awakening? Nein, in Wind Waker war es nicht. Aber in so gut wie jedem ist es doch so, oder? Da wisst ihr Experten mit Sicherheit mehr. Oder war es in Link's Awakening? Ich bin mir ziemlich sicher. Doch, 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 doch. Aber in Wind Waker war nix. Nee. Und in Ocarina of Time, soweit ich weiß auch. Ich hab's dann noch nicht gespielt, werde ich noch tun. Aber ich glaube, da gibt's das. Und wow. Midna hat ziemlich geile Kräfte, sehe ich gerade. Das war schon gute Arbeit. Siehst du? Wusste ich's doch. Und? Die Macht der Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder diese Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts! Boah, also ich muss schon sagen, das war ein good job. Das ist schon... Was ist denn los? Was schaust du denn so nach hinten? Egal. So, wo ist die Spur? Da ist die Spur. Da ist auch was zum Graben. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Rubinen machen soll. Wo kann ich denn die ausgeben? Weil im nächsten Dungeon, da gibt es ja mit Sicherheit wieder Truhen und so. Und ich weiß, dass Link die Rubine, die er nicht bekommen kann, zurücklegt. Und ja, das wäre dann scheiße, weil ich ja wirklich jede Truhe öffnen möchte und so. Wisst ihr? Das wäre schon irgendwie unnötig. Deswegen muss ich jetzt irgendwas kaufen oder so. Ich weiß ja nicht. Und was ist hier? Da muss ich rein. Hey! Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen. Ich glaube, die bewachen hier irgendwas. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Aber sowas von aufmachen, Arschlöcher! Ja, ich kann da unten durch. Ja, nicht anvisieren. Soll es einfach nur graben. Wobei, diese Vollidioten, verpisst euch, Arschlöcher! Wie ging denn das nochmal? Ach so. Was? Wieso habe ich nur noch 1,5 Leben? Oder 2,5? Ja, ja, geht ruhig weg. Ja, Arschlöcher! Kann ich euch angreifen. So, nicht den anvisieren, den anderen. Oh, da kommt er wieder. Tschüss. Du auch. Weg. Ich brauche Herzen.
Gib mir Herzen, Schwein. Down. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich nur noch 1,5 Herzen habe. Ja, yeah, jetzt. Danke. Ja, mit 4 ist man auch noch nicht auf der sicheren Seite. Ich brauche noch ein Herzteil. Irgendwie ist der Wolf schwächer, habe ich das Gefühl. Kann es sein? Der hat schwächere Attacken. Da sind schon wieder solche Schattenmonster. What the fuck? Das ist Kakariko. Oh mein Gott. Richtig verwüstet, ey. Was fällt denn da runter? Sind das so Begrenzungen oder was? Ja, kommt mit, kommt mit. Und rein in den Kreis. Okay, den anderen kriege ich gerade nicht, aber es reicht ja auch, wenn ich den erstmal besiege und dann sofort danach den anderen. Nein, lad auf, lad auf, lad auf. Und, komm, mach schnell. Zählt es noch? Gut. Ein neues Portal. Nach Kakariko. Habe ich irgendwelche Portale eigentlich vergessen? Weil dann müsste ich zurück und die holen. Was? Held, der du im Schattenreich als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Mit den FS, das ist ja schon der zweite Lichtgeist. Das wird dann aber schnell gehen. Juhai. Ich bin ein Lichtgeist. Wow. Von den Göttinnen auserwählter Held. Suche mein Licht, das die Wesen des Schattenreiches mir raubten. Füll es hier hinein. Du erhältst den Tiegel des Lichts. Schon wieder. Sammle wieder Strahlentau. Oh Mann. Um die Dunkelheit zu vertreiben. Achte auf Schattenkäfer. Sie sind eine Form des Bösen und hängen an den zerstreuten Tropfen meines Lichtes. Im Schattenreich ist die Gestalt der Schattenkäfer ebenso wie die der Menschen unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo die Schattenkäfer mit meinem Licht sich aufhalten. Sei auf der Hut. Die Wesen der Finsternis sind hinter dir her. Damn! Okay, wir müssen wieder ziemlich viel von diesem Strahlentau einsammeln. Zeig mal die Karte hier. Okay, es sind ziemlich viele hier. Dann ist hier ein Einzelner. What the hell? Da ist nix. Dann ist hier ein langer, langer Weg und dann sind hier 3. Oh mein Gott. Fangen wir hier an. Alles der Reihe nach. Also, da. Wo ist da ein Käfer? Oder ist der im Haus? Sieht fast danach aus, oder? Aber wie komme ich denn ins Haus? Hast du eine Idee mit, ne? Irgendwie da hoch oder so? Ah, tatsächlich. Mhm. Sieh mal an. Ich glaube, hier kann man hochklettern. Das sehe ich doch auch genauso. Okay, auch da. Und yeah. Gute Sache. Ist da was? Wow! Okay, nichts passiert. Alles gut. Da sind Geister. Oh, Geister. Was ist jetzt los? Die Kinder. What the fuck? Verdammt, wo verstecken sich diese Biester nur? Ich wette, sie sitzen da draußen und warten nur auf ihre Beute. Sei ganz ruhig. Solange wir hier sind, wird uns nichts geschehen. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten den Biestern da draußen etwas anhaben. Wie lange werden uns wohl diese Mauern beschützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Krämerladen. Eins von diesen Dingern hat sie angegriffen. Und als die Leute kamen, um ihr zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich 2 von diesen Monstern. Das heißt, wenn die uns angreifen, werden auch wir... Burns!
sind ja ziemlich in der misslichen Lage. Scheiße. Jedenfalls sind wir hier auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befinden sich die Katakomben. Was ist denn das für ein Spinner? Was? Das sagst du es jetzt? Dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Danke an denjenigen, der im letzten... Nee, Quatsch, das ist nicht im letzten Part. Im ersten Part des Dungeons geschrieben hat, was ein Kandelar da ist. Das sind die Fackeln. Nein, tu's nicht! Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort die gleichen Insekten wie draußen. Es nervt ein bisschen, dass man nicht sieht, wer spricht, Mensch. Wein doch nicht. Alles wird wieder gut. Tommy wird ganz sicher kommen und uns retten. Hm? Das spüre ich irgendwie. Gutes Gespür, mein Junge. Schreckliche Geschichte, nicht wahr? Die glauben daran, dass du kommen und ihnen helfen wirst. Was für brave Kinder. Du Armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in dieser Schattenwelt kein Geist und schon gar kein Schattenwesen werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird sicher nichts anderes übrig bleiben, als einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf Prinzessin Zelda. Sie hat ja schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in die Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Also, wie soll es nun weitergehen, einsamer Held? Ja, wie es weitergehen wird, das sehen wir im nächsten Part, Leute. Dann werden wir diese Kandelaber anzünden und den ganzen Strahlentau einsammeln. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber kommen wir da etwa schon zum zweiten Dungeon? Das wäre ja richtig schnell. Also, bis zum nächsten Mal. Zelda Twilight Princess.